Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir mal wieder einen legendären Hoshi erlegt und haben dafür auf jeden Fall etwas bekommen. Und wir müssten mal die Planke weglegen. Vielleicht sind wir da nicht überladen, doch sind wir immer noch. Impro-Repetierer-Pistole mit 55 Schaden. Oh, ich mache 132 mittlerweile. Uha. Okay. Nehmen wir. Hast du so wenig Wert? Oder, beziehungsweise hattest du so wenig Schaden? Wegen der Feuerrad. Ach so, automatisch, klar. Ja, komm, lassen wir liegen. Was soll's. Wir haben hier auf jeden Fall was zu hören. Lagerführerprogramm V3.4. Hören wir uns das erstmal an. Codebase Mod Proc. Können wir das irgendwo reintun oder so? Verstehe ich nicht. Können wir bestimmt irgendwo einladen. Aber wir bauen einfach die Sachen auseinander, die wir bekommen haben. Wie die 10mm hier. Und die Impro-Pistole. Und die Planke. So. Euch kann ich ja noch nicht benutzen. 10mm Maschinenpistole. Hey. Ich mag das halt nicht, dass Maschinenpistolen so schnell Munition verschwinden. Also an sich ist das ja schon ganz geil, aber weißt du was, komm. Wir kriegen die Mods. Von daher, was soll's. So, mittel, langsam. Aber ich nehme, ehrlich gesagt, lieber das Langsame, weil dann kann ich den Gegner halt schneller töten. Und ich meine, die ist ja nur dazu da, falls wir mal keine Munition mehr haben. Die ist ja nicht dafür, um sie immer zu verwenden. Der Armeehelm. Was ist jetzt mit dem Gegenstand, den wir bekommen haben? Können wir legendäre Sachen nicht auseinanderbauen? Ist das so? Stufe 20. Aber minus 8% Schaden durch Spieler. Es könnte für die Taktik, die ich vorhabe, recht nützlich werden. So, wieder ein paar Sachen abgelegt. Gut, was haben wir hier? Süße Bohne. Liebster Gary, ich bin oben in meinem Lager. Maria hat mir einen Tag der geistigen Gesundheit verordnet, damit ich mich mal entspannen kann. Komm mich besuchen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Hausmannskost aus Flatwoods mitgebracht. Dann könnten wir ein Picknick machen. Und keine Sorge, falls ein paar Freiwillige vorbeikommen, um irgendwas zu lernen, sollte der Roboter das übernehmen können. Ich habe extra ein Programm geschrieben, damit ich mich entspannen und mit dir die Natur genießen kann. Hab dich lieb, Miguel. Miguel. Ah, okay, dann ist das Programm, was wir gerade aufgehoben haben. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt tun wir das nämlich da rein und dann freuen wir uns einen Keks. Nehmen uns aber vorher nämlich den Red Rattenfleisch mit. Ach du Scheiße. Überbrückungsprogramm aktualisieren. Okay, Protektor und drauf programmieren, das Lagertraining dauerhaft durchzuführen. Geh mal nach draußen, entspann dich, verbring etwas Zeit mit Gary. Lagermaterial für Notfälle im Safe verschließen. Baupläne. Oh, was haben wir jetzt gelernt? Safe-Steuerung, Schloss deaktivieren. So. Gesperrte Nachricht. Ah. Miguels Tagebuch. Hallo Welt, eine gute neue Sache. Ja, nee, ich weiß nicht. Soll ich das lesen? Ach komm. Für die, die es interessiert, wir lesen es jetzt. Hallo Welt!
Es war wirklich hart für mich, ganz alleine zu sein, nachdem die Bomben fielen, aber die Responder haben alles im Griff. Es gibt jemanden, der an Impfungen und Arzneimitteln arbeitet und sie rekrutieren sogar normale Leute als Freiwillige. Ich habe alle ihre Überlebenstrainingskurse absolviert und mit Bravour bestanden. Jetzt bin ich also ein Responder. Klasse, was? Eine gute Sache. Ich fürchte nichts mehr als die Brandbestien. Deshalb habe ich mich den Respondern angeschlossen. Ich konnte einfach nicht mehr alleine leben. Und bei denen läuft alles gut. Ich wünschte nur, sie würden mit der Bruderschaft besser auskommen. Schließlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir sollten zusammenarbeiten. Wirklich schade. Programmiere wieder. Bevor die Bomben fielen, war ich Programmierer. Und jetzt? Jetzt programmiere ich auch Roboter. Es ist wichtige Arbeit, klar, das verstehe ich. Außerdem kann ich im Labor den anderen Programmierern helfen und es tut gut, Gesellschaft zu haben. Mir wurde aber gesagt, dass ich einen Kurs über das Überleben in der Wildnis für neue Responder mitmachen kann. Darauf bin ich schon gespannt. Hoffnungen Flatwoods. Ich helfe für eine Weile ein paar Respondern dabei, in Flatwoods eine Basis einzurichten. Sie wollen dort weitere Überlebende aufnehmen, also werde ich Lager aufschlagen. Ich könnte das ewig machen, unter den Sternen schlafen und zugleich anderen Leuten helfen. Das ist für mich der Traum. Mr. Fluffy. Wir machen täglich Fortschritte. Puh. Seit heute habe ich sogar einen neuen Protektron Bodyguard. Er hat allerdings leichte Verhaltensprobleme. Das kann vorkommen, wenn man einen Haufen Teile wahllos zusammenbaut. Ich habe ihn Mr. Fluffy genannt. Der gefällt mir, der Typ. Ich sag auch, ich habe Mr. Flauschig auch Mr. Flauschig genannt. Und ich muss mal ganz kurz... Ich komme damit nicht klar, dass ständig bei meiner Cam der Autofokus angeht. Kann der nicht irgendwie mal ausbleiben? Hallo, Logitech? Die Kamera erfüllt ihren Zweck, sie macht ein Bild. Aber was soll denn diese Programmierung, dass er sich das jedes Mal zurücksetzt? Er hat allerdings Verhaltensprobleme. Das kann vorkommen, wenn man einen Haufen Teile wahllos zusammenbaut. Ich habe ihn Mr. Fluffy genannt, was ihn aus irgendeinem Grund ziemlich irritiert. Fehler, metallische Objektfläche ist nicht fluffig. Fehler, kann Daten nicht verarbeiten. So etwas habe ich schon mal gesehen. Ich muss ein Programm schreiben, um das Hirn zurückzusetzen. Das könnte eine Weile dauern. Verzweiflung in Flatwoods. Flatwoods ist aufreibend. So viele Flüchtlinge und nicht genug Responder. Ich werde fortgeschrittene Trainingskurse für Freiwillige geschalten, weil es einfach nicht genug von uns gibt, um jeden Einzelnen auszubilden. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Ich habe auf dem Weg zwischen dem Flughafen und Flatwoods jemanden getroffen. Ich bin froh, jemanden zu haben, der mir Gesellschaft leistet. Schließlich ist ein langer Weg und Mr. Flauschig, der Roboter, ist kein guter Trainingspartner. Überbrückungsprogramm. Ich habe ein Programm geschrieben, das das Hirn meines Protektrons zurücksetzt, damit er sich mehr wie ein normaler Roboter benimmt, anstatt Tag und Nacht neben mir zu stehen. Das macht mir gerade einen Strich durch mein Liebesleben. Frieden in Appalachia. Ich hätte mich für die Voltec-Initiative anmelden sollen, doch mir war der Gedanke zu unheimlich, 100 Jahre lang in einer Blechkapsel zu stecken. Aber hier sind wir nun. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich habe schon zu lange keinen Flüchtling mehr gesehen. Wenn es mein Schicksal ist, zerfetzt zu werden, dann will ich eine Schüssel von Delberts Chili dabei haben, um im Wald zu sein, unter dem wunderschönen Stern. Ich will nicht in einem Büro sterben, aber ich muss auf Gary warten. Dann gehen wir zusammen. Es ist soweit. Seit die Bomben fielen, hatte ich zwei Ziele. Leuten helfen und das erkunden, was von der Natur noch übrig ist. Aber er ist tot, Maria. Gary ist heute Morgen gestorben. Es war ein Unfall. Eins dieser Dinger ist durch das Tor gebrochen. Ich habe ihn schon bei den anderen oben auf dem Hügel begraben. Was soll das hier alles, wenn wir uns nicht einmal selbst beschützen können? Ich werde zu meinem Lager gehen und meinen Roboter mitnehmen. Ich habe über einiges nachzudenken. Toll, und seitdem hängt der Roboter da und freut sich einen Keks. Naja. Bastelwerkstatt. Nicht verwerten, herstellen. Was können wir mittlerweile alles in der Bastelwerkstatt machen? Holen wir uns mal einen kleinen Übersicht. Ah, da braucht man auch viel Kleber für, ne? Oh, Minen. Munition.
Also was brauche ich halt zu Hause? Damit ich Munition herstellen kann. Naja. Was ist das für eine Waffe? Oh. Der Injektor. Na gut. Ah, die Waffe muss repariert werden. Oh. Ja gut, wir haben wieder... Ach, die 10mm ist auch fast kaputt. Ist alles fast kaputt. Na egal, noch können wir sie nutzen. War da nicht irgendwie 132 Schaden? Achso. Nee. Das war die Munition, die ich hatte. 132 Munition. Ja. Ja. Gut. Wir machen doch nicht so viel Schaden wie oft. Naja. Gehen wir und beenden wir die Mission. Gib mir jetzt Protector und das Holoband. Okay, das kriegen wir hin. Und dann gehen wir zu dieser komischen Radiostation. Da wird höchstwahrscheinlich der Sender sein. Auch wenn sich das ständig verlegt. Hm. Vielleicht muss man den doch suchen. Ja, dann begeben wir uns halt auf die Suche. Und dann werden wir zu Hause auf jeden Fall das Kraftwerk errichten, um dann endlich Wasser zu generieren. Alter, das haben wir echt nötig. Camping war nicht ja, halt's Maul hier. Jedermanns Sache. Aber nachdem alles zerstört wurde, ist das Errichten von... Bau einen Generator in deinem Camp. Volkssport geworden. Das kriege ich hin. Müssen wir eh machen. So, und jetzt kümmern wir uns aber um den WGR-Grafton-Sender. Und ich glaube, der ist halt wirklich da. Auch wenn sich das immer weiter nach Norden bewegt. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Obwohl uns hier genau angezeigt wird, wo wir hin müssen. Achso, bis dahin, ja. Das ist auch eine gute Ecke für, so, für seine Butze, ne? In diesem Krater. Ich meine, klar, die Leute können von oben kommen. Aber wenn die jetzt theoretisch nicht von oben kommen könnten, wäre das gut. Wir brauchen echt noch einen guten Platz. Ein Platz, wo wir eine gute Aussicht haben, wo wir uns von allen Seiten verteidigen können. Das wäre so mein Traum. Wollen wir mal da reingehen? Oh, Schießpulver. Komm, wir gehen hier einfach mal rein. Gucken, was da so Schönes gibt. So kann ich nicht laufen. Manchmal ist das seltsam. Ah, verdammt. Oh, die habe ich schon gesehen. Oh Gott, die habe ich schon gesehen. Dabei wollte ich doch extra schleichen. Aber beim Nachladen bin ich so langsam. Weil ich lade ja wirklich bei jedem Schuss nach. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso liegt er auf dem Boden? Oh, das war Neddy. Komm schon, ach Gott. Hätte ich nicht meine Waffen gerade reparieren können? Ach, dafür hätte ich bestimmt Kleber gebraucht. Menschlicher Kiefer, okay. Finde ich gut, dass die Kronkorken dabei haben. Die kann ich echt gut gebrauchen. Ein Stim. Sehr schön. Oh. Du mieses kleines Opfer da oben, ey. Da ist ja noch einer. Wo kommt ihr denn her? Oh, Heddy. Sehr schön. Alter. Lass mir nur den Loot, ich bin gleich wieder weg. Oh, finde ich gut, dass die so viel Schießpulver haben. Bei denen kann man gut Schießpulver farmen. Komm, wir gehen jetzt hier rein. Erstmal in den Lagerraum, erstmal ein bisschen entspannen. Vielleicht kommen die ja von alleine zu mir. Hallo.
Keine Ruhe hat man hier vor euch, ne? Ah, du bist ein Gegner, okay. Wie hat er nicht wirklich geholfen? Oder sind das die kleinen Skims? Okay, sicherheitshalber. Sonst geht das noch in die Luft. Das will ich ja nicht. Das Jagdgewehr ist besser. Sehr schön Wasser. Und wo schießt du? Vielleicht schießt du auch einfach auf den Supermutanten. Armbrustbolzen. Oh. Und dann die haben auf einen Bot geschossen. Das ging natürlich auch. Oh, da ist noch ein Police-Bot. Ah, wir haben ja noch ein Level-Up. Oh Gott, das müssen wir auch noch machen. Echte Terminal. Ein Schlüssel. Strafanstaltsschlüssel. Habe ich vergessen, den Safe zu plündern? Ich habe vergessen, den Safe zu plündern, ne? Ich will das nicht lesen. Nein, ich will das nicht lesen. Oh, ich wollte den Bot freilassen. Bist du auf meiner Seite? Woo! Okay. Ich habe bestimmt jetzt noch ein bisschen Ruhe, ne? Perception. Haben wir hier was Neues? Nö. Ja, nur ein bisschen Ruhe und Frieden. Was ist denn so schlimm daran? Warum, die können hier trotzdem reinschießen. So. Haben wir hier was Neues? Rüstung wiegen 25% weniger. Das ist neu, ja. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Für jedes deiner Teammitglieder. Okay, ne, brauche ich auch nicht. Du erhältst mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Das ist nicht schlecht. Du verbrauchst beim Sprinten weniger Aktionspunkte. Oh, nö. Also, entweder gehen wir auf Stärke, kriegen dann ja mehr Traglast und gleichzeitig auch noch wegen Rüstung weniger. Oder wir gehen tatsächlich auf... Was war das andere? Perception? Nee. Da. Du hältst mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Schwer zu sagen. Ja, komm. Ich möchte ein bisschen mehr sammeln. Hey, wir haben 3 Stärkepunkte, ne? Können wir noch einen draufsetzen? Haben wir noch Stärke? Nö. Leider nicht. 4, 3. Ein Charisma. Kein Intelligenzpunkt. Hängen wir uns auch nur ein. 1, 4, 5, 6. Gut, Perception aber auch voll. Ja gut, was soll's. Hat sich schon gelohnt. Jetzt wiegen wir wahrscheinlich nicht mehr so viel. Oh mein Gott. Wir haben richtig abgenommen. Das ist doch genau das, was ich erreichen wollte. Dass wir mehr tragen können. Ist schon ein bisschen traurig. Okay, gehen wir jetzt hoch oder gehen wir jetzt hier lang? Ich glaube, hoch geht's eh weiter. Scheiße. 60 Schaden.
Tatsächlich, das Jagdgewehr hier ist hier besser. Na gut. Hier haben wir direkt Ersatz gefunden. Ist der Impro-Revolver noch besser? Nö, 40 Schaden. Aber davon haben wir richtig viel Munition. Heilige Scheiße. Nutzen wir erstmal den, damit wir die Munition ein bisschen verschwenden. Okay, ein paar Leichen, ein Knopf, der nichts bringt. Ach, das ist eine Dusche. Da ist die Zehendusche. Das ist hier die Frage. Voll der Shakespeare, ey. Wo? Wo? Wieso seht ihr mich zuerst? Wieso seid ihr so viele? Wieso leuchtest du rot? Wieso hat er rot geleuchtet? Es ist... Der tarnt sich da. Ja, es ist wichtig, dass ich mit der Waffe auf jeden Fall den Kopf treffe. Für mehr Schaden. Oh, das ist hier richtig unübersichtlich. Wie war das nochmal mit Licht? Ah. Wasser. Wasser ist schon mal sehr gut. Da ist kein Wasser versteckt. Eine Jukebox hier? Ah, gut. Machen wir ein bisschen Musik. Ah, hier ist ein improvisiertes Lager. Schüssel. Oh, ich habe Schlüssel gelesen. Chillige Musik für einen chilligen Abend. Na komm, wir können die Rüstung und so weiter jetzt besser verarbeiten. Nehmen wir das direkt mit. Außerdem wiegt das eh weniger. Sieb, Flaschen. Ach Gott. Gehen wir hoch, falls ich jemals dieses Hoch wiederfinde. Bin ich jetzt wieder da, wo ich aufgehört habe? Wo bin ich? Ah, ich bin bei den Duschen. Okay, ich bin bei den Duschen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zurückgehen, kommen wir nach oben, ne? Ja. Achso, hier. Na gut. Sind auch nur wieder hier die Zellen. Hier war wohl ein Protektron drin. Oh, ein funktionsfähiger Drucker. Wächterterminal. Ist die Handschellen. Normale Bevölkerung. Häftlinge in Zellenblock A stammen aus der normalen Bevölkerung. Ihre begangenen Straftaten sind schwer genug, dass sie nicht für minimale Sicherheit in Frage kommen, jedoch auch nicht so schlimm, um sie in Block D oder Einzelhaft zu stecken. Halten Sie sich einfach an die Abläufe, dann gibt es keine Probleme. Personalkürzung. Wie Sie wissen, werden Sie Ihre Runden nun alleine durchführen. Im neuen Budget des Leiters sind keine Mittel für Patrouillen mehrerer Wachen in den Blocks vorgesehen. Derzeit wird an einem neuen Plan gearbeitet, um den Personalkürzungen und Budgetproblemen fertig zu werden. Okay. Handschellen, die geben mir irgendwas. Na gut. Hieß das nicht, dass hier das Lager ist? Das ist doch kein Lager. Es sei denn, Menschen zu lagern ist ein Lager. Man könnte es auch einfach Gefängnis nennen. So, da steht wahrscheinlich genau dasselbe drin, was wir oben gelesen haben. Dann gehen wir hier wieder raus. Oder? Ach, von da kamen wir. Ja, von da kamen wir. Dann widmen wir uns mal wieder den Super Muties. Mal gucken, ob die uns schon wieder vergessen haben. Ja, wir werden uns auf jeden Fall jetzt hier durchprügeln, bis wir da dieses komische Gerät gefunden haben. Und wir sind schon mittlerweile Stufe 13.
Ich verstehe nur nicht ganz, wie diese freien Packungen funktionieren, die wir ab und zu bekommen. Sind das Herausforderungen, die wir gelöst haben? Oder ist das so irgendwie, dass man alle 2, 3 Level eine Packung bekommt mit irgendwelchen random Karten drin? Okay, es hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe. Gegen die Mutis müssen wir leider ein Jagdgewehr verwenden. Das habe ich übrigens damals schon gerne in Fallout New Vegas gemacht. Das Jagdgewehr war immer meine Lieblingswaffe. Und wird sie auch immer bleiben. Weil man daraus einen Sniper machen kann. Ich weiß noch, das Gewehr von Abraham Lincoln. Das habe ich immer sehr gerne verwendet. So ist die Tür aufgegangen. Will mir das Spiel irgendwas sagen? Soll ich hier rein? Empfangsterminal. Nachricht vom Anstalterleiter. Das gesamte Gefängnis wird automatisiert und Ihr Gehalt wird benötigt, um eine weitere Roboterwache bezahlen zu können. Toll, danke. Sie sind mit sofortiger Wirkung entlassen. Legen Sie das gesamte Eigentum des Gefängnisses in den Safe und sperren Sie Ihren Arbeitsbereich ab. Bei Nichtverlassen des Gebäudes erfolgt Ihre Festnahme. Cool. Safe-Steuerung. Ja, gut, Safe ist offen. Sollen wir die Sicherheitstür öffnen? Oh, nö. Ich will hier nicht gefangen sein. Aber ist auch nicht schlecht, wenn man hier die Tür einfach schließen könnte, wenn man gerade gesucht wird. Oh. Da ist bestimmt irgendwas Tolles drin. Aber Hacking haben wir noch gar nicht geskillt. Wir müssen immer noch Schloss knacken Level 2 hinkriegen, um unsere Power-Rüstung zu bekommen. Immer noch da hinten vegetiert. Kann ich was kochen? Irgendwas zu essen vielleicht? Oh, abgekochtes Wasser. Nehme ich. Ne, Tatosaft mache ich jetzt nicht. Hier ein bisschen Klingkornsuppe, Kürbissuppe und Red Steak. Moment, sind wir jetzt auf der anderen Seite? Nö, nee, ist doch was anderes. Wo war jetzt nochmal die Tür? Die nicht aufging. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Wo ist die Tür hin? Wieso sind hier keine Gegner? Haben wir hier schon alle getötet? Waren wir vielleicht gerade schon hier drin? Hören Roboter? Wo ist denn der? Und ist der nett oder böse? Vielleicht macht er mir die Tür auf. Das ist hier der reinste Irrgarten, Leute. Alter, ne, ich gehe hier raus. Obwohl das da interessant aussieht. Wie komme ich da hin? Weil ich dich noch nie mochte. Okay, hier geht's schon mal hoch. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch irgendwie links auf die andere Seite kommen. Die Jukebox, wir waren hier. Hier geht's runter. Strafanstaltsschlüssel. Das erklärt natürlich, warum hier keine Sau ist.
gab also noch einen Durchgang. Ja gut, konnte man nicht riechen, ne? Oh, Freunde, wir sind schon übelst über der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gehen wir nämlich vielleicht nach Hause und machen den Generator hin oder wir suchen wirklich noch diesen Generator Dingenskirchens, wie heißt das nochmal, GRF oder so. Wenn wir den finden, wäre das echt toll, weil ich, diese Markierung, die kriegst du auch nicht weg. Die ist einfach immer da, immer da. Wen oder was schießt du? Auf irgendein MG-Geschütz. Ja, egal. Bringen wir uns in Sicherheit. So, hier in die Ecke. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Ciao.